Sie kommen von Life Invader. Von dieser Institution habe ich schon gehört. Das scheint irgendwas mit Bewerbern zu sein. Richtig. Genau, richtig. Life Invader. Wir vermitteln potenzielle Arbeitnehmer, beziehungsweise arbeiten ja auch schon sehr lange mit dem SD zusammen und wollten einmal fragen, ob wir unter Ihrer Leitung denn zusammenarbeiten möchten. Warum haben Sie, können Sie mir erklären, warum Sie nur mit dem SD zusammenarbeiten und nicht mit dem PI? PD und SD. Ich verstehe Sie aber auch ganz leise. Moment, ich komme mal näher. Genau, wir haben mit dem PD und SD zusammengearbeitet und ja, da Sie das jetzt übernommen haben, wollten wir fragen, ob die Zusammenarbeit auch weiterhin mit dem gilt. Ja, natürlich gilt die weiterhin. Wir brauchen Bewerber. Ich hatte letztens einen Bewerber, der hier gesagt hat, dass sie irgendwie die Information haben, dass PD braucht keine Bewerber. Das ist aber vielleicht nicht mehr aktuell. Wir brauchen unbedingt Bewerber. Das heißt, sie können das sowohl in die eine Richtung als auch in die andere lenken. Ich würde Ihnen aber empfehlen, das grundsätzlich mit einem Fokuspunkt auf das Polizeidepartement Los Santos zu stützen. Weil das SD ja auch dem PD angehörig ist. Ja. Und da man, und man da grundsätzlich keine Extrawürstchen schmieden sollte, weil die ja auch zu uns gehören. Okay. Ja. Okay, und der Herr Curtis ist darüber auch informiert, dass wir dann fürs Herr Curtis arbeitet nicht mehr beim SD. Oh, okay. Der hat aber selber seinen Hut genommen vor mehreren Tagen. Ja. Da gibt's, das liegt jetzt nicht an mir, nicht, dass Sie denken, ich habe den jetzt einfach abgesägt. Nein. Der ist gegangen und hat die ganzen Sachen zurückgelassen. Deswegen, es ist auch nicht erforderlich, dass Sie da besondere Ansprechpartner zusätzlich haben. Sie können da gerne nochmal auf die Leute zukommen. Aber Fokuspunkt bitte PD. Und wenn wir hier jemanden haben, der ganz klar sagt, County ist mein Ding, können wir das von hier aus auch koordinieren. Aber dann haben Sie einen Ansprechpartner und wir wissen dann so ein bisschen Bescheid. Okay, dann schreiben wir erstmal allgemein sozusagen die Stelle Officer aus. Officer, korrekt. Und leiten die dann alle an die hier weiter. Genau, korrekt. Und Ihnen ist bekannt, dass wir pro erfolgreich vermittelte Person, also sprich, die Sie auch annehmen, eine Gebühr. Sie wollen ja bezahlt werden wahrscheinlich. Wie hoch ist die Gebühr? $1,000 pro angenommenen Bewerber. Pro angenommenen Bewerber können wir. Im Rahmen der Besonderheiten des Polizeidepartements ist es so. Wir nehmen eine Vielzahl von Bewerbern an, die sich qualifizieren müssen. Sie können sicherlich verstehen, dass die immer herkommen und denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die sind alle 50 Jahre bei der Spezialeinheit gewesen. Die sind Sand Dune Spezialkrieger und was sie nicht alle glauben. Mhm. In der Regel ist es so, dass man relativ schnell herausfindet, ob das Flitzpiepen sind oder nicht. Ja. Das heißt, ich würde diese $1,000 an eine 24 Stunden bzw. 48 Stunden Deadline setzen. Wenn der nach 48 Stunden noch immer atmet, ich meine im Dienst ist, dann würde ich sagen, machen wir das so und kommunizieren das auch offen so. Das heißt, Sie kriegen die Informationen, wenn der eingestellt wurde und dann, wenn der nach 48 Stunden immer noch eingestellt ist, weil wir halt eine praktische Prüfung machen und sehr schnell sehen, ob das Pfeifen sind, dann kriegen Sie die 1000. Okay. Ist das für Sie in Ordnung? Das ist kein Problem. Ich glaube, das wäre aber auch, wäre jetzt mein Vorschlag, es wäre ja ein bürokratischer Aufwand. Es ist ein bürokratischer Aufwand. Wir arbeiten so lange mit dem PD zusammen, dass sie uns einfach schreiben, wenn der 8 Stunden überlebt hat hier. Ja, oder so. Oder bevor sie immer 2 E-Mails schreiben und ich glaube, es wäre einfach zu viel Aufwand. Dann müssen wir uns mal... Ja, ich verstehe das mit dem Aufwand. Was halten Sie von der Pauschale? $50,000. Für die nächsten 50.000 Bewerber. Naja, sozusagen. Naja, Sie verstehen mich falsch. Ich habe auf diese bürokratische Sache, Sie haben das richtig angemerkt. Ich möchte da einen Punkt setzen. Vielleicht machen wir es realistischer. $10,000. Eine Pauschale. Sie sind bezahlt erstmal und dann ist das durch. Okay, und dann machen wir es einfach so, dass wenn 10 erfolgreich, also Officer erfolgreich übernommen wurden, können wir ja dann nochmal... Dann kommen sie wieder und dann machen wir eine neue Pauschale. Okay. Dann haben wir so eine Art Guthabenkontingent bei ihnen. Ja. Und dann machen wir das so. Okay. Ja, wichtig ist aber, dass die... dann eindeutig von Ihnen kommen. Ne? Also wir haben ja täglich Bewerber, die müssen sich dann schon zu erkennen geben mit dem Auftrag, die kommen über Live-Invader.
Also wir Wir haben. schicken Ihnen ja immer die Daten von den Ach stimmt, dann rufen wir potenziellen die an. Interessenten. Genau richtig. Also ich gehe mal davon aus, dass die E-Mail-Adresse office@lspd.gov noch Ja, aktuell nee, ist. Moment, stopp. Halt. Nein. Machen wir anders. Sie schicken die einfach direkt zum Department. Unsere Fokuszeiten sind ja von zwischen 8 und 24, zwischen 6 und 24 Uhr, also 18, 24 Uhr. Sie schicken die einfach her, die sollen bei der Einstellung sagen, dass die über Live Invader hergefunden haben und dann ist das noch unbürokratischer. Sie müssen den mehr oder weniger, denken Sie vielleicht darüber nach, denen so eine Art Karte mitzugeben oder so, dass das müssen die vorzeigen. Ja, wir kommen von Live Invader und dann haben Sie eine Live Invader Karte dabei oder sowas. Weil ich kann nicht den ganzen Tag in diesen E-Mails rumschwirren, will aber eindeutig erkennen können, aha, so und so viele Leute wurden vermittelt. Ne? Okay. Weil, glauben Sie mir, bei der Übergabe habe ich Zugriff zu 7 E-Mail-Postfächern bekommen. Ach du lieber Ja, Gott. das ist ja eine Katastrophe hier. Das Büro ist Sie eh tun viel mir zu leid. bürokratisch hier. Mein Gott. Ja, gut. Ja, wir werden uns da Gedanken machen, wie wir, also eine Karte wäre vielleicht wirklich eine gute Idee, dass wir denen halt auch gleich sagen, die müssen die immer vorne vorzeigen, sonst kriegen sie gar keinen Termin, ja. Sonst, bevor da mal einer das vergisst, seine Aufregung, wenn er sich hier bewirbt. Aber die genaue Lösung müssen wir jetzt auch überlegen. Wie würde mir jetzt auch nicht genau einfallen. Wir Aber machen wir es werden auf jetzt jeden Fall eine Lösung erstmal finden, dass so. wir es ohne E-Mail machen. Sie schreiben mir jetzt erstmal auf roger-harris@mail.ls, das ist meine E-Mail, unter der Sie mich erreichen, Ihre Kontodaten, die Idee mit dem Kontingent, ich überweise diese Summe, Sie machen die Vermittlung und melden sich dann wieder bei mir, wenn Sie die Vermitt wenn die, wenn diese erfolgreichen Vermittlungen stattgefunden haben. So Okay. wäre jetzt erstmal die Grundlage. Und jetzt Ja, überlegen guter Sie, Weg. wie wir das anständig noch in den Details machen. Alles klar? Alles klar. Ja. Super, fantastisch. Dann Sehr schön. E-Mail haben Sie notiert? roger-harris@mail.ls. Meine Telefonnummer, oh Gott, 944016, wenn Sie brauchen. 944016. Okay. Und dann ist das soweit erstmal abgefrühstückt. Gut. Kommen Sie. Tief. Prima. Schön, dass es so unbürokratisch mit Ihnen klappt. Ja, kein Problem. Dann noch einen schönen Tag. Ja, schönen Tag Ja, noch. einen schönen Tag. Jo. Kief. Kief. Ja? Sie kennen den Herrn Stefano Alfonso oder Ich Alfonso habe schon Stefano? einiges gehört. Ich werde jetzt gleich mal Ja, kurz schauen Sie rüberfahren. sich mal die Akten an. Ja, Ja. ist gut. Ich habe das vernommen. Alles klar. Ich muss da ganz kurz mal rein. Ja. So, Mr. Alfonso. Ja, moin. Sind Sie jetzt der neue Chivi oder wie jetzt? Ja, korrekt. Nehmen Sie mal bitte Ihre Brille ab. Warum denn das? Also okay, aber. Scheint Ihnen die Sonne? Nee. Fantastisch. Scheint hier drin Aber zu sein, hier, wenn ich Licht auch und so, einen ne? habe. Ja, sind Sie lichtempfindlich? Primo. Ja, kommt immer drauf an, wissen Sie so. Wenn es zu hell ist, dann ja, so. Aber ansonsten okay, so. Mr. Ich Alfonso, kenne mich mit folgen Sie mir Blaulicht bitte. aus. So, Mr. Alfonso. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ja, also. Keine Ahnung, wie läuft das denn jetzt hier ab, so? Also. Ich sag mal so, ne? Ich bin halt jeden Tag hier, wissen Sie. Ist aber heiß, Sie ne? sind jeden Tag hier, sagen Sie. Ja, ich bin jeden Tag hier so und hol mir einen Kaffee immer beim Automaten. So, und dann quatsche ich immer mit diesen ganzen Cops da und dann sage ich immer so, ja, wieder Eierschaukeln oder was so, wissen Sie? Den Job hätte ich auch gern, wo kann ich mich bewerben? Das mache ich seit Monaten so. Und auf einmal habe ich aus dem Nichts ein Bewerbungsgespräch bekommen. Das ist doch geil, ey. Mr. Alfonso, Ja. möchte kurz vorlesen, ja? Erlauben Sie? Ja, gerne. Was wollen Sie denn vorlesen? StGB Paragraph 16 Körperverletzung, Beschuss auf Officer, Freiheitsberaubung, Amtsanmaßung, illegaler Waffenbesitz, Fahren ohne gültige Papiere, Anzeige, Sachbeschädigung, Fahrerflucht, Drogenbesitz, Körperverletzung, Sachbeschädigung mit Fahrerflucht,
Verurteilt bezüglich Traffic Law, Fahren ohne gültigen Führerschein, Geisterfahrt, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, erneut schwere Körperverletzung, erneut schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung und erneut, last but not least, schwere Körperverletzung. Das hört sich richtig an, Kriminellen an. Brauchen Sie dabei Hilfe? Ich kann Ihnen dabei helfen, den zu finden. Ja, das sind Sie. Sie stehen vor mir. Was? Ja, das ist Ihre Akte gewesen. Das ist eine Fälschung oder so. Mr. Alfonso, was wollen Sie hier? Ich keine Ahnung. Ich habe wirklich gefragt, so, ob man sich hier, wie man sich bewerben kann. Und das mache ich seit Monaten. Und jetzt bin ich hier so. Ne? Ja. Sie hätten aber versuchen sollen, in den Monaten, in denen Sie sich bewerben, vielleicht nicht der brutalste Straftäter zu werden. Denn das sind Sie. Sie sehen vielleicht aus wie ein 14-Jähriger, der ein Bartwachstum hat. Was? Aber Sie sind doch schwer kriminell. Sie haben nicht mal Haare auf dem Kopf. Genau, korrekt. Und außerdem, ja, ich glaube, Sie verwechseln mich mit Macareno. Wer? Der ist richtig kriminell. Also, Macareno, Rinkopf. Ja. Der Lachs lädt. Ich bin ein normaler Bürger. Ich arbeite auch und so. Also, Sie sind ein normaler Bürger, sind aber gleichzeitig auch schwer kriminell. Niemals. Doch. Niemals. Doch. Ich verdiene fair mein Geld. Mit Kriminalität? Nein, ich bin Kassierer. Und Sie kassieren unschuldige Opfer ab, oder? Ja, also. Nein, ich bin beim 24-7 am Kassieren. Nee, wissen Sie. Das Einzige, was Sie mit einer Kasse zu tun haben, wenn Sie davor stehen und mal reingreifen, um den Laden leer zu räumen, oder? Also, das ist jetzt wirklich, ne? Das ist. Was, jeder hat eine zweite Chance verdient, ey. Ja, gut. Was sind Sie denn für einer, ey? Wie wär's mit der 17. Chance? Wie sehen Sie das denn? Ja, geht doch auch, oder nicht? Ich denke nicht. Also, ein Mensch kann sich immer ändern. Wissen Sie, was ich meine? Ja, dann beweisen Sie es nur, um Sie auf Straftaten zu machen. Wann war denn meine letzte Akte? Können Sie sich nicht erinnern? Also, ich bin, glaube ich, seit Monaten oder so wieder. Monaten? Okay, Wochen. Wochen? Ja, okay, paar Tage oder so, ey. Mhm. Aber ich mache eigentlich gar nichts, wissen Sie? Mhm. Alfonso, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, Sie haben im PD keine Zukunft. Zumindest nicht in diesem Land mit diesen Akten. In diesem Land. Verstehe. Und das sage ich Ihnen ganz offen und transparent. Also, bekomme ich hier keinen Job, um Eier zu schaukeln und Geld zu verdienen, wie die ganzen anderen Cops hier, oder wie? Wenn das Ihre Sicht der Dinge ist, dann kriegen Sie das auf jeden Fall nicht, nein. Oh Mann, ey. Mann, ey. Das war's jetzt, oder was? Ja, kommen Sie mit, Alfonso. Können Sie mir vielleicht noch einen Kaffee ausgeben? Ich habe kein Kleingeld dabei. Nein, kommen Sie. Kommen Sie mit. Ich wüsste, du hast es gesagt, ne? Das merke ich. Alfonso. So. Machen Sie keinen Blödsinn. Das ist meine Brille. Ja, Ihre Brille können Sie wieder auf. Genau. Okay. Und dann haben Sie wirklich kein Kleingeld? Das ist wie Kaffee. Kleingeld. Das ist wie ein Kaffee. Ja, Mann, ich habe kein Kleingeld dabei. Ja, hier, nehmen Sie $10. Oh, ja, ist ein bisschen wenig, aber egal. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen dann, keine Ahnung, erstmal viel Erfolg in Ihren neuen Job. Sind Sie hier neu oder was? Korrekt. Weil der Krishna wurde gekündigt, habe ich gehört. Korrekt. Ja, den habe ich Ihnen nicht gemacht, weißt du, was ich meine? Kann ich sagen. Vielleicht können wir uns so gut verstehen oder so, ne? Ich habe kein Problem mit Ihnen. Machen Sie aber keinen Blödsinn. Nee, kein Ding, mach ich nicht. Ey, pass auf dich auf, Glatzi. Bis dann. Das Ding hängt immer, ne? Ist auch für deine spätere Arbeit. Meine Güte. Okay. So viel Fallakten habe ich ja noch nie gesehen. Ja, und noch 4, 5 offene. Hallo? Jetzt gibt da, glaube ich, jemand mit noch mehr Akten. Ja, ja. Die kennen wir alle. Ja? Komm mal das ist Katastrophe. Nehmen Sie mal Macareno ins System ein. Ja, geben Sie mal Macareno ins System. Da scrollen Sie morgen noch. Es riecht nach Abschied. Riecht wirklich nach Abschied. Ich habe Ihnen die Liste mit den Fahrzeugen geschickt. Ja? Papadopoulos, Graham, kommen Sie mal in mein Büro. Ach, Mensch. Doch, härter, als ich dachte. Männer. Steve, können Sie sich entspannen? Oh, natürlich. Ja,
Perfekt. Männer, ich kann nicht so viel zu Ihnen sagen. Zu Ihrer Laufbahn, was Sie hier geleistet haben. Ihr Rang verrät mir so ein kleines bisschen davon. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Officer scheinen Großes von ihm zu halten. Und ich finde es immer schade, wenn talentierte Officer aus nachvollziehbaren Gründen oder nicht das Polizeidepartement verlassen müssen. Oder verlassen wollen. Deswegen, wenn Sie sich umentscheiden, wenn Sie denken, dass es doch nicht der richtige Schritt war, wenn Sie sagen, ich möchte vielleicht doch noch eine Perspektive, dann kommen Sie. Meine Tür steht Ihnen offen. Die Kollegen würden das sicherlich gut finden, aber ich verstehe Ihre Beweggründe. Ja. Ich muss ehrlich sagen, sentimental. Ja, das bedeutet mir auch eine ganze Menge, muss ich ehrlich sagen. Männer. Danke, Chief. Haben Sie noch was zu erledigen hier? Graham, Sie haben das mit den Fahrzeugen fertig. Ich habe das fertig, E-Mail ist raus. Und sonst habe ich tatsächlich nichts, nein. Ja, meine Termine sind soweit durch. Sie wissen ja, die PA wird es ja dann hier auch dann nicht mehr geben. Ja. Falls ein Unternehmen aufs PD zukommen mit irgendwelchen Problematiken, die sie noch abgearbeitet haben möchten, ist die Frau Smith, die habe ich eingearbeitet, die weiß soweit Bescheid. Falls sie da, aber es sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber trotzdem, man weiß ja nie, dann gerne an Frau Smith weiterleiten, die weiß halt, gibt Bescheid. Hall habe ich meine ganzen Konzepte gegeben. Ich werde dem auch noch eine E-Mail schreiben mit allem, was ich hatte. Der weiß dann Bescheid. Gut. Jetzt muss ich sie erstmal suchen im System. Hobbidoblos, Ihre Marke bitte. Ja, bitteschön. Oh Gott. Das fühlt sich. Oh Gott, ja. So. Das nächste ist, ne? Tyrese Graham, ja. Ihre Marke bitte. Bitte, Chief. Bewahren Sie die gut. Ja. Auch wenn es nur von kurzer Dauer war, Männer. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielen Dank für die Leistung, fürs PD, für die Aufopferung, für Ihre Zeit, das Engagement, die Fähigkeiten. Ja, der Schweiß, die Tränen. Ich bringe Sie noch raus, kommen Sie. Alles klar, vielen Dank. Gut. Na dann, Chief. Dann sehen wir uns in den Zellen irgendwann. Was? Wenn wir Fälle vertreten. Ach so, ich dachte. Nee, nicht. Ach so. Nicht als Krim. Nein, nein. Gott. Gut. Dann auf ein neues. Machen Sie es gut. Ja, vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für alles, was Sie hier vorhaben. Wir kriegen das schon hin. Gut. Sie schaffen das. Ciao. Sir. Mr. Harris, Sir. Lindwood, mein Name. Lindwood, ich habe schon von Ihnen gehört. Die haben schon von mir gehört? Ja, jemand hat Ihren Namen erwähnt, Ihre Telefonnummer, aber ich hatte noch keine Zeit anzurufen, aber mein Telefon ist auch gerade kaputt. Ja, ist auch nicht schlimm. Ich war eigentlich nur hier, um anzumelden, dass ich nicht erst am 19. anfangen kann, wie das ursprünglich angedacht war, und dann wurde ich direkt durchgeschickt zu Ihnen. Kommen Sie bitte mit rein. Mache ich natürlich. Mr. Harris, richtig? Korrekt, ja. Roger Harris, Chief of Department. Freut mich sehr. Amtsantritt war am Montag. Wir verändern hier gerade ein bisschen, ist viel los. Sie merken es wahrscheinlich auch gerade. Viele Gespräche, Prozesse werden vereinfacht, entbürokratisiert und wir wollen Leute einstellen. Ja, das habe ich, also das mit den Leuten einstellen freut mich natürlich. Ich hoffe, ich bin einer dieser Leute. Ja, Sie haben über Kontakte geknüpft. Ich habe Ihre Telefonnummer von Meyer bekommen. Das ist unser Ausbildungsleiter. Wie kommst du dir Verbindung? Tatsächlich über Meier, nur über meine vorherige Vorstellung hier vorne im PD. Ich hatte vor ein paar Tagen schon versucht, mich zu bewerben. Wenn überhaupt, hätte ich mit Jason Scott, einem ihrer PO3-Officers, eine konkrete, direkte Verbindung. Aber ansonsten bin ich mit dem PD nicht vernetzt. Lindwood, wann können Sie anfangen? Theoretisch heute, Sir. Alles klar, Lindwood. Folgendermaßen läuft das jetzt ab. Ich gebe Ihnen kurz einen Abriss meiner Sicht auf das Polizeidepartement, was ich von Ihnen erwarte.
Ich erwarte Arbeit. Mir ist es scheißegal, wie Sie Ihre Lieblingsfilme definieren, was für einen Milchshake Sie am besten trinken oder ob es Pfirsich- oder Zitroneneistee ist. Ganz am Ende spielt das für mich keine Rolle. Von einem Officer erwarte ich, dass er während des Dienstes volle Leistung bringt und für alle anderen Officer ein fähiger Partner ist. Ja, zwischenmenschliche Beziehungen spielen im Dienst nur sekundär eine Rolle, auch wenn es primär in der Vergangenheit des Polizeidepartements immer vordergründig so gehandhabt wurde. Für mich ist das nicht so. Ich möchte, dass Sie Fähigkeiten haben. Ich möchte, dass Sie die Fähigkeiten erlernen und dass Sie an den richtigen Plätzen voll ausgebildet dann die maximale Leistung erzielen. Haben Sie das verstanden? Ja, Sir. Gut. Dann würde ich Sie jetzt einstellen. Sie können direkt auf Streife. Ich werde Ihnen das jetzt ganz kurz zeigen. Sie kriegen eine kleine Einweisung und dann werden wir Sie mal ein bisschen ins Wasser werfen und schauen, ob Sie schwimmen können, oder? Alles klar, Sir. Sehr gerne. So. Alles klar. Lindwood. Trainee. Vorname? Martin, Sir. Gut. Warten Sie kurz. Möchten Sie einen Ausweis? Nee. Alles klar. Ich muss Sie nur kurz in der Personalakte hier hinterlegen. Sagen Sie mir mal bitte eine Wunschdienstnummer. 82. Fantastisch. Folgen Sie mir bitte, Lindwood. Sehr gut. Lindwood? Ja. Das ist Captain Hall, das ist unser Abteilungsleiter Traffic Police, zuständiger Officer für die Einteilung. Alles, was im Traffic Police passiert, das geht über seinen Tisch. Die blaue Nase erklärt sich gestern im Einsatz verletzt worden, aber doch im Dienst. Hall. Okay. Schief. Alles okay? Ja, alles klar. Gut, fantastisch. Kommen Sie mit, Lindwood. So. Das ist die Umkleidekabine, linke Seite, einen Spind raussuchen, schwarze Uniform, kurzes Oberteil, anlegen. Ich warte vor der Tür. Alles klar, Sir. Doch. Jungs, kurz. Dann ist das nur der Eintrag für... Ja. Ganz kurz, ich brauche jemanden, der Lindwood-Rekruten mit dem Taser einweist, damit ich ihn auf eine normale Zweierstreife setzen kann. Wer möchte es machen? Ja, Ryker übernimmt das. Alles klar, Ryker, kommen Sie. Lindwood, kommen Sie. So, Lindwood, das ist Officer Ryker. Officer Ryker wird Sie jetzt zu unserer Waffenkammer führen. Sie werden einen Taser ausgerüstet bekommen. Sie benutzen bitte ausschließlich den Taser. Auch wenn da vielleicht noch andere Sachen mit übergeben werden, ist für Sie nur der Taser relevant. Verstanden, Lindwood? Ja, alles klar, Sir. Officer Ryker wird Sie in der Einweisung und der Führung des Tasers kurz unterweisen, damit Sie ungefähr wissen, wie es läuft. Danach werden Sie selbstständig oder mit der Hilfe von Officer Ryker die Leitstelle aufsuchen und sich in eine Streife einteilen lassen. Sie werden aber kommunizieren, dass Sie Rekrut sind, dass Sie wissen und die Leitstelle weiß, und der Officer, mit dem sie unterwegs ist, dass sie noch keine Erfahrung haben. Sie halten sich an den Officer, wenn sie Fragen haben, an mich, vielleicht Officer Ryker oder jedem im PD, sie haben ja Hall schon getroffen, einfach wenden. Alles klar, Sir. Fragen? Nein, Sir. Alles klar, Ryker, Ihr Kandidat. Mhm. Sir, haben Sie nochmal kurz? Mhm. Lindo, ich komme gleich zu Ihnen, ne? Kommen ja. Sie. Ryker, kennen Sie schon Ihren Codenamen intern? Batman. Fantastisch. Ich habe sogar schon geübt letzte Nacht. Ja, ja. Erklären Sie das Ryker, ansonsten denkt er, das ist ein Teil der Uniform, so eine Panzerung oder so. Naja, das, es gab gestern schon sehr seltsame Fragen. Aber 22 Uhr kann das Ding runter. Ja, fantastisch. Ja. Chief, mir ist gestern aufgefallen, wir haben jetzt relativ viele, ich nenne sie mal Praktikanten, ne? So klar, Rekruten, ja, ja. Wir haben momentan so ein bisschen Probleme mit dem Personal, die mit raus auf die Streife zu nehmen. Hm. Gedenken Sie, den jetzt allen Tasern die Hand zu drücken? Wir machen es folgendermaßen, darum haben wir die Einweisung. Ich habe jetzt mit Meyer gesprochen, der Leitung Education, und in Absprache mit denen und einigen Field Instructors haben wir jetzt gesagt Folgendes. Bevor die auf die Streife gehen, kriegen die von den Officern, die einen Taser geführt haben, schon mal eine Einführung. Die kriegen nur einen Taser mit raus und die werden auch hochsensibel von den Officern behandelt. Da gibt es ja auch mehrere Anweisungen auf dem schwarzen Brett, dass die wissen, okay, wir kriegen viele neue Officer und die sind vielleicht alle noch nicht so fit und das kann zu Störungen und Irritationen aktuell führen. Aber ja, es ist jetzt erstmal, wie es ist und wir werden mit den Konsequenzen und Wissenslücken, die dann auftreten,
umgehen, damit wir die dann fortbilden können. Aber das ist ein Risiko, ja. Ich weiß Bescheid. Wir hatten ja bisher die Regelung, weiß nicht, ob Sie das schon wussten, dass eigentlich nur Lieutenants alleine rausfahren dürfen. Mehr oder weniger ist das ja, als würde man alleine rausfahren. Kann ich dann annehmen, dass das mal so weit aufgehoben ist? Das ist jetzt erstmal aufgehoben, ja. Wenn diese Anweisung irgendwo besteht, ich habe sie noch nicht gelesen, ich würde diesbezüglich vielleicht nochmal was formulieren, dass wir, dass die Officer wissen, dass alles ab Police Officer halt durchaus mal mit so einem Rekruten konfrontiert werden kann, gerade in dieser Zeit jetzt. Ja. Ja, wenn ich eine Empfehlung machen darf, da es bisher so war, dass die Rekruten nach der abgeschlossenen Ausbildung direkt PO1 geworden sind, würde ich empfehlen, das vielleicht auf die PO2 zu begrenzen, weil die meisten schon etwas erfahrener sind. Ab PO2 rüber in Verbindung mit diesen Streifendiensten. Es ist natürlich jetzt abhängig davon, wie die Struktur der Mitarbeiter aussieht, die anfangen, die im Dienst sind. Wollen Sie eine Rückmeldung zu den Praktikanten haben? Gerne, natürlich. Wir haben diesbezüglich auch schon mit Meier gesprochen, wie die Ausbildung aussieht. Der theoretische Teil wird abgeschafft. Es gibt nur noch diesen praktischen Teil mit den zwei Fahrzeugen, die wir im Hof haben. Sie kennen das sicherlich, wo dann so eine 10-12 gemacht wird. Genau, ja. Und das ist sehr, sehr gut. Das wird auch weiterhin dieses Hindernis bleiben, bevor man Police Officer wird. In Verbindung mit einer Funkprüfung, die dann auch in diesem Sektor abgearbeitet wird. Ich denke, Meier setzt sich da dran. Und Rückmeldung würde ich mich freuen, ja, natürlich. Kief hat es so gehandhabt, dass er mir einfach eine Mail geschrieben hat, wenn ihm irgendwas aufgefallen ist. Ich kann Ihnen das auch nur anbieten. roger-harris@mail.ls. Einfach mal durchschreiben, ich lese mir das durch. Gut, alles klar. Ich habe schon so ein paar Notizen gemacht, aber dann schreibe ich Ihnen das per E-Mail. Ja, genau. Oder Sie sagen es mir einfach, wenn Sie mich erwischen. Das wäre mir noch lieber, dass Sie einfach sagen, hey, das passt gar nicht. Oder das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Das ist halt sogar gleich was für Sie. Warten Sie kurz. Na klar. Ich hatte gestern 3 Beagers, Jäger, Washington. Genau, Washington, der steht doch, glaube ich, gerade draußen. Der ist mir gestern sehr positiv aufgefallen, sehr wissbegierig. Also bei dem sehe ich tatsächlich Potenzial, muss ich sagen. Diesbezüglich möchte ich da noch Änderungen, die Sie noch nicht mitbekommen haben, erwähnen. Wir haben über das Aktensystem, da habe ich mich mit Morgan dran gesetzt, keinerlei Zugriffsberechtigung mehr für Rekruten. Das heißt, Sie müssen auch keine Sorgen haben, dass die irgendwelche Akten einsehen können. Kein Rekrut ist mehr in der Lage, eine Fahrzeugabfrage zu machen, eine Waffenabfrage, Akten einzusehen, Mitarbeiter einzusehen. Die können gar nichts im Aktensystem. Wie sieht es mit dem Funk aus? Dürfen die den Funk? Die können den Funk, ja. Okay. Ja, gut, also dann, Funk ganz normal, weil das ist ja wichtig, damit die das lernen. Aber die Zugänge zu den wichtigen Daten, um irgendwas auszulesen für eventuelle Idioten, die Blödsinn machen wollen, das geht nicht. Wunderbar. Gut, dann kümmere ich mich mal um den Herrn da vorne. Lindwood, genau. Genau. Vielen Dank, Chief. Super, gerne. Klingeln? 24 Stein. Washington. Jawohl. Alles okay bei Ihnen? Ja, bestens. Auf was warten Sie hier? Auf meine Kollegen für die Streife 1, 4. Achso, da gibt es noch irgendwas, was da ablaufen muss, oder was? Die Kollegen müssten kurz herkommen, die sind, glaube ich, gerade unten Waffentraining. Achso, alles klar. Einweisung. Alles klar, Washington. Top. Gut, nee, wollte ich nur wissen. Sonst alles okay bei Ihnen? Ja, bestens. Ich schaue mir gerade hier das gute Handout an am Computer. Verstehe. Stimmt, da haben Sie auf dem schwarzen Brett haben Sie auch Zugriff, ja? Genau, soweit wie ich das gerade gesehen habe, ja. Alles klar. Gut, dann lesen Sie sich weiter durch, bitte. Top, alles klar. Hall, bei Ihnen alles okay? Aktuell, ja. Habe ich Sie vorhin von der Witzseite runtergeholt oder warum haben Sie so gelacht? Habe ich gelacht? Ich bin heute schon wieder durch den Wind. So ein bisschen. Ist kein Problem, holen Sie sich einen Kaffee. Mach ich. Meine Güte. LSPD Leitstelle, wie kann ich Ihnen helfen? Ich muss mein Handy neu starten.
Tja, läuft doch. Läuft doch gut. Läuft doch gut, oder? Chat? Das war ein Gespräch, das wir geführt haben mit der Projektleitung. Die haben gesagt, die wollen da jetzt was verändern. Ich habe es angeboten. Mit meinem Charakter Manfred Lynch habe ich jetzt halt nicht so wirklich viel beigetragen und habe so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht. Und wenn ich rumstehe und Zeit habe, dann kann ich das auch im PD machen. Ohne Probleme. Und Roger Harris ist halt ein idealer Polizeicharakter. Der ist halt gemacht worden für die Polizei damals auf ALC. Und da habe ich noch mal ein bisschen mehr mit ihm gelernt. Darum passe ich mich auch den Situationen so einigermaßen an und bin nicht die ganze Zeit hart rein. Und es funktioniert ganz gut. Guten Tag, Sir. Oh, hallo. Ah, Herr Kovacic. Der Chief, der neue Chief. Video von korrekt. Ja. Kann ich was für Sie tun? Auftritt. Ja, ich bin hier wegen dem Herrn Graham. Herr Graham ist, glaube ich, gerade nicht im PD. Ach so, Mist. Ja, geht um eine Überprüfung. Eine Überprüfung? Ja, ich hatte mit Herrn Graham gesprochen gehabt. Es geht darum, dass die Kandidaten für das Bürgermeisteramt geprüft werden müssen. Wir haben keinen Aktenzugriff, noch nicht. Ich versuche daran zu kommen, sodass unsere Behörde das eigenständig prüfen kann. Wie viele Leute sind das? Aktuell einer. Sie wollen also nur einen Kandidaten überprüfen? Naja, es meldet sich jeder nach und nach an und ich muss wissen, ob ich die zulassen kann. Ja. Mhm. Und das mache ich sozusagen sofort, als wenn das Interesse bekundet wird. Ja. Alles klar. Und das machen Sie jetzt gerade bei der Leitstelle? Ich hatte mit Herrn Graham eigentlich gesprochen, dass er das immer übernimmt, da er im PD ist und auch Zugriff auf die Ermittlungen des PDs hat. Die sind dort von höchster Relevanz. Gut, dann haben Sie wahrscheinlich schon eine Weile nicht mehr mit Herrn Graham gesprochen, oder? Vorgestern? Ja, Sie sollten vielleicht mal mit Herrn Graham sprechen, aber kommen Sie mit, ich mache das gerne für Sie, kommen Sie. Dankeschön. So. Jetzt geändert hier. So. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie Schüsse oder so hören. Das ist gerade Ausbildungsbereich. Ja. Ich verstehe. Gut. Es handelt sich um Personen, wo Sie überprüfen wollen, ob die einen Akteneintrag bei uns haben. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Es geht um vergangene Einträge. Also sprich, es ist tatsächlich völlig egal, wie alt das ist. Es geht um alle Einträge und auch mögliche Ermittlungen. Das heißt, auch die Ermittlungen DTU, die aktuell auch laufen, sind von Relevanz. Wir können ja keinen Bürgermeister bestätigen, wenn gegen ihn ein Ermittlungsverfahren läuft wegen, weiß ich nicht. Gut, dann sagen Sie mir mal den Namen. Der erste Name dürfte Kreuzer sein. Ja? Ich habe da eigentlich noch einen zweiten, aber warte dann noch auf die Bestätigung. Gibt es keine Akte zu? Schau mal. TZ. ER. Also naja. Kreuzer mit. Ich glaube, der heißt mit Vornamen Robert. Ich bin nicht sicher. Gibt's nicht zu. Ist sauber. Er ist sauber. Sehr gut. Auch keine laufenden Ermittlungsverfahren oder nichts ähnliches. Dazu. Nichts dazu. Okay. Perfekt. Super. Ja, das war's dann tatsächlich schon. Gut. Dann kann ich sonst noch was für Sie tun? Also ich würde mich freuen, wenn ich mit Herrn Graham zeitnah noch mal in Kontakt treten kann. Haben Sie keine Telefonnummer? Naja. Moment. Doch, habe ich. Aber der Herr Graham ist da oftmals. Nun ja.
Herr Kovacic war das, ja? Das ist einmal, ja, ist richtig, ja. Herr Kovacic, ich weiß, ja, da Sie ja nicht als Polizeibeamter arbeiten und ich möchte mir auch nicht anmaßen, in welcher Behörde Sie oder wie Sie die Einstellungshindernisse sind für die Behörde, die Sie arbeiten. Aber wenn der Chief of Department zu Ihnen kommt und Ihnen sagt, Mr. Graham ist nicht da, Sie sollten vielleicht mit Mr. Graham sprechen. Wann haben Sie das letzte Mal mit Mr. Graham gesprochen? Ist das eine doppelt-, dreifach-, vierfache Andeutung darauf, dass Mr. Graham das Polizeidepartement nicht mehr besucht? Sie haben ihn gefeuert? Mr. Graham ist aktuell kein Polizeiofficer dieser Stadt, dieses Landes, dieses Bereiches, dieses PDs. Über die Umstände kann ich Ihnen keine Informationen geben. Das sind natürlich Sachen, die zwischen Police Officern und mir stattfinden. Sie können gerne mit Mr. Graham sprechen. Ja, ja. Und ihn dazu befragen. Von mir kriegen Sie dazu keine Informationen. Ich gehe erstmal feiern. Okay. Ja, dann vielen Dank für die Informationen, ja. Folgen Sie mir bitte. Da haben Sie mir schon sehr geholfen. Gleich mal Feierabend machen. Sind Sie ein Bierfreund? Ich fröne dem Alkohol nicht, Sir. Traurig. Sie verpassen etwas. Ich denke nicht, Sir. Gut. Vielen Dank nochmal für die ganzen Informationen und auf bald. Und du wirst sich bestimmt öfter über den Weg laufen. Ich denke, ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie mir einen anderen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Vorzugsweise, wenn ich da mal niemanden äußern dürfte, weil sich Herr Graham ja einfach selbst dazu ernannt hat oder bestimmt hat. Ich hätte gerne niemanden aus der DTU, den ich als Ansprechpartner für solche Überprüfungen hätte. Ja. Kommen Sie einfach zur Leitstelle, fragen Sie, dass Sie eine Überprüfung haben, dann wird das ein Officer für Sie machen. Von der Leitstelle aus. Ach, super. Das ist kein Problem. Der kann ja auf mich zukommen oder auf einen Officer, der das dann erledigen kann. Einen festen Ansprechpartner würde ich jetzt erstmal nicht auserkoren. Gut, neben mir, dass Sie da auch Bescheid wissen, ist der Herr Perez, der ehemalige Richter Perez und der ehemalige Richter Antonov in dem Komitee mit drin. Und die haben genau die gleiche Befugnis, solche ja, Abfragen zu starten. Ne? Sind Sie, also es tut mir leid, was für eine Behörde leiten Sie nochmal? FEC ist eine staatliche Behörde, die für die Wahlaufsicht und Ähnlichem zuständig ist und das Bürgeramt sozusagen mitunter bildet. Das heißt, Sie begutachten oder Sie kontrollieren die Wahl des Bürgermeisters? Ganz genau. Ja. Und wir müssen die Kandidaten auch aufstellen und überprüfen vorher. Das Ganze muss ja, legitim sein. Ich möchte da nicht jemanden aufstellen lassen, der Probleme bereitet, so ein Herr Nakamura zum Beispiel. Ja. Aber nun ja. Okay, das heißt, niemand darf sich zum Bürgermeister aufstellen lassen, der eine Vorstrafe hat. Habe ich das richtig verstanden, Sir? Nein, das gut. Ihre Deutung ist richtig, ja. Allerdings ist das effektiv nicht ganz der Fall. Bagatelldelikte oder eher kleine Jugendsünden, mal hier ein Joint dabei gehabt oder sowas. Ja, da schauen wir drüber hinweg. Aber wenn das jetzt größere Kapitalverbrechen sind, Mord etc., dann naja, selbstverständlich nicht. Das macht Sinn. Das verstehe ich. Gut, dann falls Sie Fragen haben dazu, melden Sie sich einfach bei der zuständigen Leitstelle, die meldet sich bei den Officern und die fragt das ab. Perfekt, vielen Dank, dann machen wir das so. Ich danke Ihnen. Ich teile das den Kollegen mit. Wiedersehen. Wiedersehen. Was hat denn der mit dem Graham? Merkwürdig. Haben die Beef oder was? Der Meier weiß das doch schon. Nein. Du weißt das nicht? Moin, Chief. Moin. Ich habe am Montag habe ich den Baseballschläger ins Gesicht gekriegt und Dienstag den Stiel einer Axt. Und jetzt ist auch Batman. Richtig, ja. Und da ich Mittwoch nicht auf dem Sofa rumlungern wollte, während hier so wenig Officer sind, habe ich mir die Maske geholt. Zur Stabilisierung des Nasenknochens. Meier. Gut, okay. Verdrückt er das Grinsen, ja. Weiterarbeiten. Du
Okay, Rekrut, dann lass mal sehen, dass wir. Das ist nicht mehr, werden nie wieder los, ne? Der Kovacic, also der Charakter Kovacic, war aber auch eine richtige Bitch, wenn es darum ging, Leute einzustellen. Das muss man mal sagen, ne? Also der war auch ein bürokratisches Problem. Oder? Das hat ja der Lensch damals schon mitbekommen. Ah, nee, Polizei, zweiter Klasse, Bruder. Der hat die Leute halt immer wie Abfall behandelt, ey. Absolut schlimm. Zu Recht. Meine Güte. Das muss ich ganz kurz mal. An die zuständige Stelle weitergeben. Gut. Also bis jetzt funktioniert die Umstrukturierung gut, denke ich. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, dass die Gesetze angepasst werden. Und wenn die Gesetzanpassung durch ist, dann können wir da noch ein bisschen im Detail fertig werden und dann gehen wir richtig in die Polizeiarbeit rein, denke ich. Für die Leute, die vorhin noch nicht da waren, also ich habe heute schon E-Mails rausgeschickt, fürs Aktensystem Änderungen, die besser machen sollen. Ich habe angesprochen, dass wir ein GPS-Leitstellensystem haben. Das heißt, dass jedes Polizeifahrzeug getrackt wird und die Leitstelle das sieht, wenn sie in, also die Leitstelle sieht das dann, wenn die, Moment, jetzt, wenn die in ihre Karte reingehen, sehen die Fahrzeuge hier rumfahren. Ja. Das ist halt super geil. Für die Koordination. Mega gut. Dann wird der Sektor hier geschnitten. Also es gibt sozusagen dann hier über der Stadt ein Sektor in der Stadt und einen da drüber. Und dann, sobald die Sektoren drüber sind, werde ich das Sheriff's Department in die Stadt integrieren und den allen das Sektor 2 als Arbeitsbereich zuweisen. Das heißt, die starten alle ihren Dienst aus dem Department raus. Und fahren dann einfach Sektor 2. Das ist die Idee. Was war noch? FBI gibt's nicht, nein.
Dann haben wir noch, dass der Bereich Täter hier umbenannt wird in Bürger. Dass Rekruten in der Leitstellenübersicht hervorgehoben werden. Dass Rekruten keine Aktenzugriffe mehr haben. Das ist jetzt schon durch. Und Ausbildung wird gelöscht. DTU bekommt eigene Aktenberechnung. Und ja. Die Grenze wird dann hier gezogen. Also die Grenze ist das hier. Ja, also hier, das hier alles. Alles über Vinewood, alles was über Vinewood hinweg ist, ist County. Ja, und dann wird aus diesem System... Ja, kommen Sie rein. Noch zwei Anmerkungen zu dem System. Kief, ja. Vielleicht, welche sind. Bei der Leitstelle. Ja. Die Kollegen, also nehmen wir an, sie sind jetzt auf Streife gewesen und gehen außer Dienst, weil sie der Letzte sind. Dann stehen die da noch drinnen. Genau, die sind noch in dem Feld drinnen. Wenn sie dann wieder in Dienst kommen, erscheint ihr Name quasi direkt wieder in dieser Streife. Und ja. Ja, das ist irgendwie komisch. Genau, ebenso, wenn Sie sich mal den Spaß erlauben und gehen mal in die Mitarbeiterliste, dort können Sie sehen, also beziehungsweise auch wieder im Leitstellenplatz werden Sie im Dienst angezeigt, obwohl Sie in der Mitarbeiterliste nicht im Dienst sind. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Es gibt da wohl eine Aktualisierungsproblematik. Ja, das ist... Ich gebe das mal weiter. Das heißt, das Leitstellenblatt beziehungsweise die Mitarbeiterabfrage aktualisiert nicht schnell genug. Wenn es das ist für eine Aktualisierung her, ich kann mir vorstellen, dass halt das Problem ist, weil ja quasi zwei Accounts pro Mitarbeiter angelegt werden müssen, ne? Hier wird ja kein Account angelegt gerade. Mhm. Wenn ich jemanden einstelle, wie beispielsweise den Lindwood gerade, der kommt her, der wird von mir eingestellt, dann wird das System erfasst automatisch seine rudimentären Daten und das Einzige, was ich machen muss, damit er vollends erfasst ist, ist seine Dienstnummer angeben. Da wird also nichts extra gemacht. Das ist also eine Sache. Das heißt, die einzige Möglichkeit, warum das passiert, ist, weil die Abfrage zwischen dem Datenblatt, was der Leitstellenmitarbeiter hat, diesem System, und der Mitarbeiterliste, die wir intern führen, nicht schnell genug synchronisiert. Das kann natürlich sein, ja. Ja, da werde ich erstmal, da werde ich mich mit auseinandersetzen. Ja. Ansonsten wird das Garagen, ist die Garagenabarbeitung gerade weitergegeben worden. Das heißt, das wird aufgestockt und umgerüstet. Alle unnötigen Fahrzeuge kommen weg. Wir kriegen neue Buffalos und wird alles ein bisschen sauber gemacht. Hört sich schon mal gut an. Naja. Mal noch eine Frage. Brauchen Sie mal generell irgendjemand, der Sie in so Gesprächen, Bewerbungsgesprächen vertritt? Oder machen Sie das auf Dauer jetzt selbst? Ich mache das jetzt erstmal selbst. Die einzigen zwei Tage, die ich nicht da bin, sind Samstag und Sonntag. Das werde ich aber auf dem schwarzen Brett mehr oder weniger vermerken. Und dann werde ich dafür Anweisungen hinterlegen, was damit zu machen ist. Da wird mir eine E-Mail geschrieben, wer da ist. Und da wird darauf verwiesen, dass die von Montag bis Freitag von 18 Uhr bis 24 Uhr ihre Gespräche machen können. Am Wochenende nicht. Ich will es erstmal selber übernehmen, bevor ich das abdelegiere. Alles klar. Ja. Ja. Gut. Ja. Dann war's das. Super. Danke. Ah, Sheriff. Namen schief. Hansen war es doch, oder? Genau, Hansen, richtig. Mein Gott, sehen Sie das mit dem Namen, kriege ich langsam hin? Ja, ja, ich bin auch nur hier runtergekommen, um mir das neue System mal zeigen zu lassen, weil ich gestern Abend, als die Umstellung war, schon 42 war und ich kriege Frau Krichter nicht erreicht. Naja, kein Problem. Sind ein paar Officer unterwegs, lassen sich das ruhig zeigen. Deswegen, ich wollte jetzt gleich mal Hall fragen, ob er kurz mir mal zeigen kann. So schwer kann es ja nicht sein. Kriegen Sie hin. Okay. So. Servus. Ja, wunderschön. Mahlzeit. Hallo. Abend, Chief. Fahrsicherheitstraining geht gleich los, ja? Genau, erweitertes Fahrtraining. Müssen wir irgendwas auspacken? Wir fahren, nee, wir haben oben am Forzankudo eine Garage. Also wir fahren so weit hoch, wie wir brauchen. Und dann nutzen wir unten, beziehungsweise oben die Education-Fahrzeuge. Die sind so
Die kann man auch zum Pitten nehmen und so weiter. Fantastisch. Aus dem Streifenfunk dann raus, oder? Richtig, ne? Richtig. Dann sehe ich aus dem Streifenfunk abmelden und in dem Ausbildungsfunk anmelden. Sagen Sie einfach Ihre Nummer, also PD und Ihre Nummer, meldet sich vom Funkkreis ab. Und dann... PD 98 meldet sich vom Funkkreis ab. Ja. Genau so. PD 98 meldet sich vom Funkkreis ab. Und dann wechseln Sie einfach in den Ausbildungsfunk. Na, die Schussbahn. Ja. Geh mal kurz runter. Da meint's aber einer ernst. Ja, Herr Harris, vielleicht für Sie auch zur Information, wenn die hier bei uns Schüsse abfeuern auf dem Schießstand. Nur mal Leitstelle Bescheid sagen. Man hört das bis zum Stadtpark. Naja. Also da war aber auch der Herr Graham in Arbeit, so eine Schießbahn weiter im Norden auch zu Ausbildungszwecken nutzen zu können. Müsste aber eigentlich auch der Herr Denton Bescheid wissen. Ja, also für mich ist das kein Problem. Wichtig ist nur, dass wir das wissen, dass da keiner in Panik verfällt. Darum immer der Leitstelle Bescheid sagen, wenn man das macht. Bei den Tasern ist es ja kein Problem. Ja, es ist bloß halt immer kacke, wenn dann die Leute haufenweise anrufen, ne? Weil sie die Schüsse hören. Ach so, ja, gut, das kann natürlich sein. Vielleicht sollten wir dann darüber nachdenken, auch bei diesem Militärpunkt, wo wir jetzt hinfahren, das machen. Da ist das Gelände tatsächlich so weitläufig, dass man das nicht hört. Nichtsdestotrotz melden wir trotzdem im Funk an. Hm. Naja, ihr denkt ziemlich noch fix um und dann sollten eigentlich alle da sein. Na klar. Alles klar. Naja. Oder soll denn vielleicht nur noch Nord und Süd kommen oder Perez? Ja. Kommen Sie klar mit der Leitstelle? Yep. Geben Sie mir mal einen Standort. Weg, ich grüße Sie. Guten Tag. Wie sieht's denn aus draußen? Drei Streifen draußen, hauptsächlich Dreierstreifen bis auf Streife 2, weil Rekruten. Verstehe. Halt. Wir haben jetzt hier gleich noch eine Ausbildung bzw. Fahrsicherheitstraining, danach werden sicherlich mehr Streifen unterwegs sein. Ja, yep. Prima. E-Mail, VNet, V-Cloud, Visual News, Wetter, Los Angeles erklärt sich.
Fahrsicherheitstraining. Da bin ich ja mal gespannt. Das neue Gebäude hier ist mega geil. Ist unglaublich, wie das aussieht. Sogar die Uhr läuft richtig, fällt mir auf. So, dann gehen wir hoch zu den anderen. Alles klar. Einfach Treffpunkt und dann geht's los. Spannend. Ist auf alle Fälle sehr praxisorientiert. So. Sehr schön. Dann sind wir leider zwei weniger als erwartet. Aber das macht, glaube ich, nichts. Dauert das heute nicht so lange. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schwingen uns jetzt unten in die Fahrzeuge. Und dann fahren wir hoch zum Fort St. Kudo. Und dann geht der ganze Bums los. Okay. Okay. Was, wechseln wieder einen Ausbildungskanal, oder? Ja, wir wechseln den Ausbildungskanal. Okay. PD79 meldet sich vom Funkkreis ab. Sehen wir das mich angerufen? Ausrutschen. Die Sheriffs-Uniform ist schon geil, muss ich sagen. So, dann sind Sie für 33 kommen. Hört Sie kommen. Müssen wir nochmal die Fahrzeuge tanken, sind eigentlich so gut für alle nicht getankt. Ja, auf Fort St. Kudo gibt es eine Tankstelle, komm. AC4. Ja. Auf dem Parkplatz, auf das Parkplatz, oder wurden Sie gefahren? Haben Sie keine Angst? Ich wurde gebracht. Wir sind quasi Dreierschleife gewesen und sind eben hier unten lang gefahren. Ja, das war relativ spontan. Ich habe wurde eigentlich gesagt, dass das um 21 Uhr ist. So. Dann rauf auf die Wegen und Abfahrt. Ja? Hatten wir nicht mehr SC da? Ja, eigentlich schon, aber die sind alle nicht da. Habt ihr einen Granger hier unten? Oder mit Seite unten? Nee. Buffalo? Ich wurde gebracht, ich wurde abgesetzt. Achso. Wollen wir das Granger? Die Fahrzeuge nutzen. Ja, dann nehmen wir noch Granger mit, ne? Okay. Die anderen Herren, die können schon, sie können schon aufsetzen. Sie müssen nicht warten. Kommst du jetzt doch mitsehen? Ja, na, hab ich doch gesagt, dass ich mitkomme, aber... Achso, okay. Immer zu zweit. Okay.